Kaputte Computer, Bügeleisen, Kabel und Co. Genau darüber freut sich zurzeit das Krupp-Gymnasium. Die 5A nimmt am E-Waste Race teil, einem Wettbewerb, bei dem Schulen Elektroschrott sammeln. Und zwar für einen guten Zweck. Ich habe hier Handys und hier habe ich Kabel. Ja, und zwei Föhne. Oder Föhns. Ich habe heute einen CD-Player, ein Kabel und noch, ich weiß nicht, wie das heißt, das war ein Zieht oder irgendwas, ein Dezieber. Ja, das habe ich heute alles gesammelt. Sogar ein Receiver war dabei. Jeder kann nämlich seinen Elektroschrott an der Schule abgeben. Die Schülerinnen und Schüler holen ihn aber auch gerne persönlich ab. Und was wird dann mit den Sachen gemacht? Die registrieren wir erstmal, dann fotografiert unsere Lehrerin das, dann tun wir das in die Mülltonne. Also in diese eine Mülltonne. Durch das Registrieren sammeln die Teams Punkte. Mit über 700 Punkten hat das Krupp-Gymnasium lange Zeit geführt. Es hat auch schon wirklich eine beeindruckende Menge an Elektroschrott gesammelt. Ich war völlig überrascht, wie viel Schrott hier ankommt. Also das habe ich bei weitem nicht mitgerechnet. Auch von Kollegen und Leuten an der Schule, aber auch Leute, die wir gar nicht kennen, die gar nichts mit der Schule zu tun haben, die dann über den Zeitungsartikel oder so hier ankommen und Schrott bringen. Und das ist wirklich viel. Wir hatten heute schon die Wirtschaftsbetriebe da, die den ersten Schrott abgeholt haben. Und da haben wir schon 5 Riesentonnen Schrott einfach so an die übergeben können. Und wir haben ja jetzt noch einen Haufen da, der noch nicht registriert ist. Und das nach einer Sammelzeit von erst einer Woche. Unterstützt wird der Schulwettbewerb von der Globus-Stiftung und der gemeinnützigen Organisation Das macht Schule. Der positive Effekt der Aktion wird jetzt schon sehr deutlich. Da denken die Schüler darüber nach, dass sie das jetzt einsammeln und da was für die Umwelt tun. Und das fördert natürlich deren Bewusstsein für Nachhaltigkeit extrem. Der andere Effekt, den das hat, ist, dass die Schüler halt als Klasse nehmen wir gemeinsam an diesem Projekt teil, an diesem Wettbewerb, die kämpfen gemeinsam, das fördert die Klassengemeinschaft. Die Schüler verabreden sich nachmittags, gemeinsam das Projekt weiter in Gang zu bringen und so. Und das fördert halt die Klassengemeinschaft der 5a enorm im Moment, das merke ich ganz doll. Es ist auch wirklich offensichtlich, dass die Schüler Spaß an dem Projekt haben. Auf die Gewinnergruppe wartet ein Schulausflug ins Odysseum. Das ist aber nicht der einzige Grund, für die 5a mitzumachen. Ich habe dabei gelernt, dass man halt auch sehr viel Elektroschrott hier in Duisburg nur ist und dass das noch nicht mal alles ist, was es auf der ganzen Welt gibt und dass man dabei auch Spaß haben kann. Es macht einfach Spaß, das so einzutragen, aber auch zu gucken, was es überhaupt an Elektroschrott gibt. Dass wir damit die Umwelt schützen und dass wir eventuell gewinnen. Die 5a ist stolz auf das, was sie schon geleistet hat. Das kann sie auch wirklich sein. Und dem Gewinn steht wohl wirklich nichts mehr im Weg.